Ciao zusammen, grüß euch miteinander. Ich bin heute hier im Fressbalken zu Würralos oder in Raststätten Würralos, die den Begriff nicht kennen. Und zwar haben wir als Anlass die Eröffnung der GoFast Schnellladestationen. Und ich habe hier bei mir den Chef von GoFast und er hat sich Zeit genommen, für uns heute ein paar Fragen zu beantworten. Jetzt, was mich natürlich am meisten interessiert, ist, wer ist GoFast und wer steht hinter GoFast? GoFast ist ein Schweizer Start-up. GoFast ist 2016 gegründet worden. Gegründet von der Firma Protoscar, gegründet von der Firma Ivitec. Und darum auch Gotthard Fast Charge. Zwischen Luzern und zwischen Tessin ist logischerweise der Gotthard. Mittlerweile hat sich auch die Firma Energie 360 beteiligt. Energie 360 ist Gasversorgung Zürich und darum ist für uns Würralos eigentlich ein kleines Heimspiel. Ob schon Würralos im Kanton Aargau ist, ist es natürlich auch gerade neben Zürich und mit dem Aktionär Energie 360 Zürich ist das für uns ein spezieller Standort vom Standort selber, aber natürlich auch von der Grösse. Es ist unser grösster Standort mit beide Seiten zusammengerechnet 20 Ladeplätze. In Deutschland würde man da schon von einem Ladepark reden. Und es freut uns sehr, dass wir jetzt das hier heute eröffnen können, zusammen noch mit einem kleinen Umbau von Raststätte selber. Okay. Jetzt habe ich gehört, Energie 360, du hast gesagt, noch Erdgas. Tut man hier jetzt auf der einen Seite fossile Energien und eben alternative Energien, will man beides betreiben? Das ist richtig, Energie 360 Gasversorgung, Erdgasversorgung heute in der Stadt und Region Zürich. Aber seit mehreren Jahren ist Energie 360 breiter aufgestellt. Sie sind im Lösungsgeschäft, das heisst Wärme, Kälte, Photovoltaik. Sie sind zum Beispiel einer der grössten Anbieter von Pellets, also für das Heizen. Und seit mehreren Jahren im Bereich Mobilität tätig. Früher natürlich so ein bisschen aus der Gasmobilität gekommen. Aber seit 2-3 Jahren auch ganz intensiv mit Elektromobilität unterwegs. Sie machen das selber, gewisse Sachen machen sie selber und gewisse Sachen machen sie auch über Beteiligungen wie GoFast oder zum Beispiel auch wie SwissCharge. SwissCharge, wo ja dann so ein bisschen das Abrechnungs-Backend-System betreibt. Genau, das ist ja das, was wir jetzt heute hier für die, die das noch nicht kennen, das schnell zeigen. Das ist da die Ladekarte, die wir heute können brauchen können. Und freundlicherweise am Eröffnungstag wird das von wem auch immer gesponsert. Heute am Morgen ist es noch gratis, genau. Nur hier oder alle Stationen in Schweiz? Hier, nur bei der Eröffnung. Nachher können wir es leider nicht ganze Zeit gratis machen. Aber genau, SwissCharge ist da auch mit dabei und bietet, also die Ladekarte gibt es gratis, die kann man bestellen auf der Webseite swisscharge.ch und ohne auch Monats- oder Jahresgebühr nachher unsere Stationen, aber natürlich auch noch andere Stationen brauchen. Man kann es aber natürlich unsere Stationen auch mit Plug-Serving, New Motion, mit Move, mit ganz vielen anderen Ladekärtchen oder Ladenetzanbieter, Ladeservice-Anbieter brauchen. Okay. Jetzt, wenn wir noch über Preise reden, wir wollen nicht über Preise feilschen, aber über Preispolitik vielleicht noch ein Wort oder zwei. Es gibt Mitbewerber von euch, die Schnellladestationen bauen und die haben sich mindestens im Moment dazu entschieden, eine Flatrate anzubieten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das, glaube ich, 8 Franken pro Ladung. Und dann kann ich so lange laden, wie ich will. Oder anders gesagt, ich kann für 8 Franken das Auto vollladen. Wie habt ihr eure Preispolitik? Wie setzt ihr dort die Werte ansetzen, wenn dort die Gratisladung vorbei ist? Mhm. Wir sind ein bisschen experimentieren. Wir haben lange Zeit haben wir eine Kilowattstunde und einen Minutentarif gehabt, wo wir das Gefühl haben, da kann man fast am besten die unterschiedlichen Autos und die unterschiedlichen Ladegeschwindigkeiten, die bestehen, abbilden. Mittlerweile sind wir aber in der Lage, und das werden wir auch hier so einführen, dass wir einen reinen Kilowattstundentarif haben für eine bestimmte Zeit. Konkret ist jetzt hier 1 Stunde vorgesehen, wo ich rein für die Energie zahle und eigentlich dann erst nachher eine Blockiergebühr-Anwendung finde. Weil gerade Tesla-Fahrer wissen, also innerhalb von einer Stunde, mit höherer Ladeleistung,
ist eigentlich der Schnellladen wirklich auch abgeschlossen. Das reicht in den meisten Fällen, ist man da mit der Fit zum so eine halbe Stunde ist auch so der Durchschnitt, wo die Leute bei uns sind. Darum sagen wir, wenn sie eine Stunde Zeit haben, dann reicht es gut, um für das Mittag zu essen und nachher weiterzufahren. Also das werden wir jetzt hier so einführen und höchstwahrscheinlich auch noch das Kundenfeedback abholen, aber dann auch an weiteren Standorten so entsprechend umsetzen. Dass man auch nicht so den Stress hat, wenn man jetzt einsteckt und vielleicht die Batterie noch ein bisschen kalt ist oder vielleicht schon ein bisschen voller ist, nicht, dass ich immer auf die Uhr schaue und sehe, jetzt zahle ich pro Minute noch etwas, es geht nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Und darum machen wir es so, wie es der Tesla-Fahrer schon ein bisschen kennt. Einfach die Leistung, die man bezieht, wird man nachher zahlen. Den Energiepreis, die Energie, die ich beziehe und nachher eine gewisse finanzielle Motivation, auch, dass ich nicht den ganzen Tag hier Park and Ride mache. Ich finde das einen guten Ansatz, weil eben, wir kennen alle die, die dann vielleicht sagen, ja, das ist jetzt noch gäbiger oder günstiger Parkplatz, und dem kann man ein bisschen entgegenwirken. Mit genau. Der Stunde finde ich jetzt noch einen guten Ansatz. Ich glaube, das reicht. Kann man natürlich ein bisschen anjustieren. Vielleicht ist es mal anderthalb Stunden, vielleicht ist es nur noch 45 Minuten. Das müssen wir genau anschauen, aber ich glaube, mit einer Stunde sind wir da gut dabei. Tito. Jetzt, wenn wir gerade bei Säulen stehen, vielleicht können wir da noch kurz etwas zu den Säulen. Also, es muss jetzt speziell zu denen sein, aber die hat zwar etwas Spezielles. Weil wenn wir hier ein bisschen näher schauen, sehen wir die vier Säulen hier. Die vier ersten, das sind alles Säulen, die in Anführungs- und Schlusszeichen nur einen CCS-Stecker haben. Und die hier speziell macht das, dass sie eine Leistung von 300 kW bringen. Ich glaube, die anderen haben nur einen Teil, also auch hier in Anführungs- und Schlusszeichen nur 150 kW. Warum hat man hier 300 kW genommen? Das ist richtig. Also wir haben ja hier 10 Ladeplätze, 10 Schnellladeplätze mit 7 Ladesäulen. Und von GoFast aus ist eigentlich immer unser Ansatz oder unser Anspruch an uns selber gewesen, dass alle können laden können. Wir sind schlussendlich auch der, der vor 2 Jahren für das Tesla Model S und X eine Lademöglichkeit angeboten hat, der direkt den Stecker hatte, den er hat nehmen konnte. Wir sehen jetzt aber, dass der CCS-Standard oder der CCS-Stecker ein bisschen Oberhand gewinnt. Mindestens in Europa, absolut. Nicht zuletzt noch mit dem Entscheid von Tesla beim Model 3 auf den CCS-Standard setzen. Und darum haben wir hier 4 Ladeplätze mit je einer Säule. Mit nur CCS-Ladeplätzen. CCS erlaubt schlussendlich auch die höhere Ladeleistung im Vergleich mit vielleicht CHAdeMO oder im Vergleich mit dem DC-Typ 2-Stecker. Und hier ein bisschen auch experimentell für uns eine Ladestation mit 300 kW. Wir bieten da bis zu 500 Ampere über das Kabel an. Und das Model 3 sollte so in der Lage sein, hier auch mit 200 kW können zu laden. Ist das flüssig gekühlt, wenn wir gerade vom Kabel reden? Die Kabel sind nicht flüssig gekühlt. Ivitec hat da eine Lösung gefunden, wie man bis zu 500 Ampere Leistung anbieten kann, ohne Flüssigkeit in Kabel. Aber natürlich ist Flüssigkeit gekühlt oder nicht, das ist etwas, was wir auch anschauen. Und da haben auch unterschiedliche Hersteller ein bisschen andere Ansätze. Es macht es natürlich im Unterhalt und im Betrieb ein bisschen einfacher, wenn nicht noch Gefahr besteht, dass da die Flüssigkeit ausläuft. Ja, vor allem, wenn man noch so an Vandalengeschichten denkt. Absolut. Und, ja, es ist jetzt hier, ich kann das gut anlegen, es ist nicht etwa heiß oder so, man merkt man eigentlich nichts, dass die Energie, die ich da durchgeht. Man kann sagen, es ist ein bisschen dicker als vielleicht ein Kabel von anderen Herstellern, die Flüssigkeit gefüllte Stecker und Kabel haben. Aber es ist immer noch handlich, es ist immer noch, man kann es immer eigentlich noch gut bewegen. Es ist jetzt nicht irgendwie starr oder so. Schlussendlich, ja, bin jetzt da kein Elektriker oder elektrischer Fachmann, aber schlussendlich geht es einfach um die Wärmeentwicklung, beziehungsweise das kann ich entweder kühlen oder mit mehr Kupfer den Widerstand reduzieren. Genau. Und jetzt für die das noch nicht wissen, wenn man mindestens jetzt Tesla fahren, die neuen Fahrzeuge, die sogenannten Raven-Fahrzeuge, die werden ab Werk so ausgerüstet, dass man mit CCS laden kann. Es wird einen entsprechenden Adapter mitgeliefert. Wir reden speziell vom Model S und X. Wird ein Typ, also ein Adapter mitgeliefert, der von CCS auf Typ 2
konvertieren. Der ist im Lieferumfang dabei. Die, die ältere Fahrzeuge haben, also Nicht-Raven-Fahrzeuge, können die im Servicecenter umrüsten gegen eine Gebühr von, ich weiss nicht, rund 500 Franken plus minus. Und dort braucht es ein paar Änderungen bei der Verkabelung. Und dann gibt es noch dazu eben den Adapter, der in diesen 500 Franken integriert ist. Das gilt einfach für Tesla S und X. Genau, und dann brauchen sie auch den CCS-Standard. Da können die auch bei uns eigentlich von dieser Geschwindigkeit Gebrauch machen. Ich glaube, auch diverse vom Club haben die Änderung schon gemacht. Genau. Und sie jetzt auch so am Laden, wenn ich da rüber schaue. Genau, und ich habe gesehen, hier eben, die Station würde ja 300 kW bringen, das kann der Tesla nicht verarbeiten, aber das Modell S kann, glaube ich, 150 verarbeiten und das Modell 3 könnte im Moment 200, oder 170 ist, glaube ich, mit dem neuesten Firmware. 170, 200, in einer relativ kleinen Zeitkurve. Ja, es geht also schnell runter nachher. Es geht relativ schnell runter, das ist so. Ich habe jetzt hier bei mir gesehen, der Peak war 125 kW beim Raven S. Und das ist aber, glaube ich, bedingt durch einen Adapter, der nicht mehr zulässt, wenn ich das richtig im Kopf habe, also durch den CCS-Adapter. Genau, so wie man Tesla, glaube ich, kennt. Wir haben selber auch zwei Tesla-Fahrzeuge. Das wird natürlich über die Zeit doch ein bisschen optimiert. Also Tesla ist auch grosszügig und wenn sie neue Erkenntnisse haben oder neue Lösungen haben, dass sie dann das auch fortlaufen und dann weitergeben. Von dem her, auch das Gleiche gilt auch für uns, wie jetzt eben mit dem Beispiel 300 km, dass wir da mit dem Markt, mit den Bedürfnissen, mit den Möglichkeiten auch, die technisch auf unserer Seite und technisch auf Seite der Autohersteller geschaffen werden, dass sie da Lösungen finden und Lösungen können anbieten können, die gut zusammenpassen. Jetzt gesamthaft, wie viele Säulen hat es da? Es hat ja auf beiden Seiten bei Raststätten. Also das ist richtig, es ist geteilt. Also es ist eigentlich wie zwei separate Ladeplätze mit je 10 Ladeplätzen und entsprechend auch Ladestationen. Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen weniger Schnellladestationen. Der Grund dort ist, dass wir ein bisschen an Grenzen sind mit der Stromversorgung. Hier hinten dran ist eine Trafostation und auf der anderen Seite haben wir etwas weniger Leistung. Das haben wir jetzt auch gelöst oder dort können wir mehr Leistung anbieten, als wir eigentlich hätten, indem wir eine Second-Life-Batterie hergestellt haben, die so schlussendlich die Peaks und die Spitzenleistung kann zur Verfügung stellen. Second-Life-Batterie, nehme ich gerade auf, den Bau. Ist das aus dem Haus Tesla oder ist das ein anderes Produkt, das ihr da einsetzt? Das sind andere Batterien von einem anderen Hersteller, aber es sind Autobatterien, konkret sind es Nissan-Leaf-Batterien, die jetzt eigentlich da stationär, das kann jetzt wie bei uns in einem Container sein, aber es kann theoretisch auch in der Garage, in einem Einfamilienhäuschen sein, so eigentlich, wir gehen davon aus, noch einmal 10 oder 15 Jahre, können weiterverwendet werden, bevor man sie eigentlich dem Recycling zuführen. Also die Diskussion, wie gut, wie sauber ist ein Elektroauto, ist natürlich immer Batterie ein Thema. Und ich glaube, wir zeigen hier, dass die Batterien durchaus auch länger als die Lebensdauer eines Autos eingesetzt werden können. Ich finde das sehr einen wichtigen Input, weil gemäss gewissen Unkenrufen und nicht müde werdenden Kritiker ist ja Elektromobilität grundsätzlich nicht möglich, viel zu teuer und überhaupt. Und eins der Hauptkritikpunkte ist ja eben genau das Recycling. Und es gibt in Deutschland eine Firma, es wird mehrere geben, die das Recycling professionell und kompetent machen können. Und an diesem Beispiel, das ist gesagt, 10 bis 15 Jahre kann man die hier noch brauchen, im Second Life. Also es gibt Lösungen, wir müssen einfach nur wollen. Genau, und da sind wir auch sehr froh über die Zusammenarbeit mit Ivitec. Ich habe schon erwähnt, Ivitec ist eine der Firmen, die GoFast auch mitgegründet hat. Ivitec hat die Ladestationen entwickelt, aber sie sind auch sehr gut im Lastenmanagement. Und sie sind auch die Batterielösung, beziehungsweise wie kann man die Second-Life-Batterien auch wieder mit höherer Leistung einsetzen, entwickelt haben. Gut, ich glaube, dann haben wir so ein bisschen Tour d'Horizon gemacht. Super, vielen Dank. Merci vielmals und viel Erfolg. Danke. Merci. Merci. Bei mir ist jetzt der Markus Kramis. Er ist von der Firma, da muss man noch schnell helfen. Livitec. Und ja, tu dich doch selber schnell ein bisschen gut vorstellen. Also vielleicht noch einleitend. Wir haben vorhin gehört,
von GoFast, wie das ist zustande gekommen, wie das funktioniert. Und jetzt hier haben wir noch jemanden von der technischen Seite von der Firma, der die Stationen bauen und installiert oder was genau gemacht hat. Also wir haben die Firma Ivitec jetzt seit 10 Jahren. Damals haben wir ein bisschen gesehen, dass Schnellladung etwas Wichtiges ist. Und das hat uns jetzt begleitet und auch bei der GoFast ist das wieder mit reingekommen, dass wir die Schnelllader immer weiter entwickeln und besser machen und besser auf die neuen Autos anpassen, auf die neuen Technologien. Und so auch hier haben wir jetzt das erste Mal einen 400 Kilowatt-Lader, den wir installiert haben zusammen mit der GoFast, den wir eben in der Schweiz im Klienz entwickeln und auch produzieren und dann zusammen mit der GoFast installieren und dann den Betrieb den wir mit der GoFast zusammen machen, sodass eigentlich der Hersteller und der Betreiber Hand in Hand das möglichst optimal können, für einen Endkunden einsetzen. Genau, also kann man sagen, das ist ein 100% Swiss-Made-Produkt. Das ist es auf jeden von Fall. Von A bis genau. Z. Ja, nicht nur nach Z, das so viel so viel Prozent, sondern wirklich 100%. Ja. So ist es, ja. Also, gibt es irgendetwas, es gibt ja Mitbewerber von euch, ich glaube, kennst du besser als ich. Genau, kannst du irgendwelche Unique Selling Points sagen oder irgendwelche Punkte, die euch unterscheiden, so jetzt vor allem technischer Art gegenüber einem Mitbewerb? Ja, also eben, wir versuchen dort immer ein bisschen, einen Schritt weiter zu denken als die anderen. Also, wir sind die Ersten gewesen, mit 150 kW damals, wo eigentlich alle noch mit 50 kW gearbeitet haben. Da ist es jetzt so, wir haben da als erstes das passiv gekühlte High-Power-Charging-Kabel entwickelt und eingesetzt, wo man eigentlich eben auf die aktive Kühlung mit Flüssigkeiten kann verzichten, weil es einfach sehr wartungsintensiv ist und so weiter und einfach von der Robustheit her auch Schwierigkeiten macht. Und so haben wir bei dieser Ladestation jetzt auch das Kabel im Einsatz, wo eigentlich, wir werden jetzt hier testen bis 500 Ampere, zugeläuft bis 400 Ampere, aber jetzt sind wir am Pilot dran, auch noch höhere Leistungen mit dem Kabel. Und das eben ohne Wasserkühlung. Und das ohne Wasserkühlung, genau. Und dementsprechend ohne größere Verluste und ohne die ganze Wartung und so weiter, wo da dann alles entfällt mit dem Kabel. Stichwort Wartung, wie wartungsintensiv sind die Ladestationen? Wenn wir jetzt mal von vandalen Akten abgesehen, die hoffentlich wenig bis gar nicht passieren, im normalen Betrieb. Ist es einmal pro Jahr, wo man die Sicherheitsfunktionen alle durchtestet und so weiter. Und dann gibt es halt andere Einsätze, Stecker runtergefallen oder halt jemand, der reingefahren ist oder so. Das kann man dann halt, die sind halt dann nicht planbar. Aber sonst ist es einmal pro Jahr, wo wir da eine Wartung machen, wo wir alle Filter kontrollieren, okay. Sicherheitseinrichtungen kontrollieren und so. Also das ist überschaubar vom Aufwand her, oder? Also ja, nicht ein riesen Kostentreiber. Aber wichtig ist natürlich, wir haben da ein proaktives Monitoring von diesen Ladestationen. Das heisst, wir sehen immer schon immer voraus, was so etwas ist und können dann auch proaktiv darauf reagieren, wenn wir sehen, oh, jetzt gehen die Temperaturen hoch, dann kann man dann auch einen Filter wechseln oder sieht man, vielleicht ist ein Ventilator kaputt. Oder auch neue Software für neue Fahrzeuge aufspielen. Das ist natürlich alles dann auch per Remote möglich und das macht vieles einfacher und kann man dem Kunden auch helfen, dass nicht er muss einstecken muss und dann merkt, das geht nicht, sondern wir haben vorher schon können sehen und zusammen mit der GoFast den Fehler beheben, bevor der Kunde das Problem hat an der Ladestation. Sehr gut, wirklich sehr professionell, wie das, man das heute macht. Machen Sie das über GSM oder LTE, oder, also über Mobilfunk oder über eine traggebundene Länge? Ja, wir machen jetzt über Mobilfunk. Da sind es sogar noch einzeln, aber später wird es ein bisschen gekoppelt. Auch mit zusätzlichen Services vielleicht, dass man es über eine Leitung macht. Und allenfalls kann das später auch gebunden sein. Aber jetzt im Moment ist es immer über GSM, also über LTE. Ja. Okay. Jetzt, ein wichtiger Punkt für uns Elektroautofahrer ist natürlich das ist so ein bisschen Horrorszenario. Ich komme morgen um 3 Uhr irgendwo her und bin dummerweise ein bisschen knapp mit Strom. Ah, Gott sei Dank, eine Ladestation gefunden. Scheiße, pardon. Out of order. Läuft nicht. Kann ich dann hier, dann kann ich schauen, vorbildlich, schön angeschrieben, Hotline, wenn ich jetzt hier anrufe, morgen um 2 Uhr. Kommt irgendein Spendli, das sagt, besten Dank für Ihren Anruf, bitte melden Sie sich zwischen 9 und 13 Uhr oder nimmt morgen um 2 Uhr jemand an? Ich kann als Ladestationshersteller jetzt dazu nicht so viel sagen, weil wir betreiben die Hotline nicht. Aber ist das GoFast, das die betreibt? Ja, GoFast. Oder haben Sie es outgesourcet? Mit dem TCS zusammen. Also ich gehe davon aus, es nimmt jemand ab, am 3 Uhr Nacht. Da ist jetzt die glückliche Situation in Gunzgen, dass wir genug Ladestationen haben, dass sie im 3 Uhr Nacht sind und alle anderen auch noch besetzt sind. Das wird jetzt nicht passieren. Ja, das stimmt. Von dem her ist das hier noch ein bisschen besser, aber die ist eine professionelle Hotline, die eigentlich rund um die
Infrastruktur auch Hilfe geboten werden. Ja gut, wir hoffen jetzt nicht, dass das passiert. Aber auf jeden Fall ist es eine gefreute Sache. Wir haben vorhin schon gesagt, wir haben hier vier Säulen mit drei CCS und die anderen sind dann gemischt, wie man sie kennt auch vom Mitbewerb mit AC, also Typ 2 und CCS natürlich auch und noch CHAdeMO. Genau, und auch noch DC-Typ 2 hat es auch noch. DC-Typ 50 kW ist ja, das? Ja genau, bis 50 kW, wenn jemand keinen CCS-Adapter dabei hat und das Model S hat, dass er auch laden kann, bis 50 kW, auch ohne CHAdeMO und ohne CCS-Adapter. Dann können wir noch ein bisschen grübeln, wenn ich jetzt das mache. Ich nehme euren Typ 2-Stecker mit DC 50 kW. Ja. Kann ich den AC, der oben dran ist, wo ich mein Ladekabel benötige, kann ich den parallel dazu auch brauchen? Parallel dazu brauchen, genau, ja. Also nicht am gleichen Auto, weil sie nur noch einen Stecker am Auto, aber dann können sie beide laden. Das ist klar. Ja. Wie viel kann ich parallel betrieben fahren? Gleichstrom einen oder zwei? Zwei Gleichstrom können parallel betrieben werden. Also jetzt bei einem 6-in-1, das ist jetzt hier nicht ausgeführt, aber bei anderen Orten haben wir einen 6-in-1. Die können zwei DC und zwei AC betrieben werden. Das heisst, von diesen 6 Stecken können 4 miteinander betrieben werden. Und von denen hier jetzt, also wenn wir jetzt konkret einen DC für Tesla Typ 2, jawohl. Wir haben zwei andere DC, nämlich CCS und CHAdeMO, von denen drei kann ich zwei parallel betreiben, egal wie welche. Nein, es gibt eine fixe Ordnung, wo wir mit also GoFast zusammen wählen. CHAdeMO und CCS geht nicht zusammen? Für da kann ich es nicht genau sagen, weil es ist eine Konfigurationssache, ich weiss nicht auswendig, aber es gibt eine fixe, der und der geht zusammen und die anderen kommen parallel. Ich will fragen, so ein bisschen ekelhaft nachher, weil ich weiss, es interessiert sehr viel. Hat das einen technischen Grund? Oder das ist hat einen mechanischen, technischen Grund, weil es gibt eine Parallelschaltung interne von gewissen Leistungsmodulgruppen und die ist eine physikalische Beschaltung, die man nicht einfach ändern kann. Das heisst, es ist eine Umverkabelung nötig, wenn man das ändern würde. Also das heisst mit Mehrkosten oder wir müssten noch zusätzlich stärkere Zuleitung haben, wenn man das möchte? Weil der Grund liegt, oder die Frage liegt natürlich auf der Hand, warum kann man es nicht? Oder? Es wäre ja praktisch. Es geht um mechanische Schaltelemente, die im Gerät benötigt werden. Es geht nicht einmal um die grösste Zuleitung, sondern eigentlich um Schaltelemente, die im Gerät benötigt werden. Wo dann jetzt wir einfach gesagt haben, wir machen die zwei Parallelen. Normalerweise sind sie ja auf beiden Seiten, jetzt mit einem 6-in-1 sind auf beiden Seiten die Stecker symmetrisch drauf. Mhm. Das heisst, wenn es auf der einen Seite jemand am Laden ist, dann habe ich auf dieser Seite immer noch alle Möglichkeiten, um die anderen zu verwenden. Und dann ist es eine Seite, pro Seite kann dann jemand laden. Und das ist die Überlegung dahinter, die dann eben mit dem Schaltelement intern verhängt ist. Okay. Ja gut, ich glaube, für mich haben sich ein paar Sachen geklärt. Jetzt sage ich herzlichen Dank noch einmal und wünsche viel Erfolg und möglichst wenig Störungen. Ja, danke vielmals. Gute Fahrt allen. Danke. Merci. So. Jetzt haben wir also viel Interessantes über GoFast gehört. Ich denke, der eine oder andere wird jetzt ein bisschen besser Bescheid wissen. Ich hoffe es zumindest. Und zum Abschluss noch kurz etwas zu meinem Hoodie, den ich da habe. Ich bin sonst nicht so wahnsinnig am Hoodie tragen, aber der Oli Halter hat mir hier ein neues Produkt zugestellt. Er hat gefragt, ob ich das mal anschauen kann. Und ich muss sagen, erstens gibt es wunderbar warm, hat hier einen Reissverschluss, also man muss es nicht über den Kopf abziehen, man kann das in eine Jacke anlegen und hat eine wunderschöne Logo-Stickerei drauf, das ist also nicht gedruckt, sondern gestickt vom Feinsten. Der Oli arbeitet in einem Familienunternehmen in der Innerschweiz. Und ich kann euch sagen, die Qualität ist sehr hochwertig, es ist Fairtrade gebaut. Und wenn es jemand interessiert, auch gerne so ein Teil würde ich haben, dann kann man das in einem Online-Shop stellen, wer Interesse hat. Ich tue es unten verlinken im Video. Und wir sehen uns schon bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.